Imposante Berge, hervorragende Skigebiete und unberührte Natur zieht nicht nur die Anhänger des Wintersports in die Ötztaler Bergwelt. Für zahlreiche Film- und Werbeproduktionen diente und dient das Ötztal als Kulisse. Das Winteropening im Skigebiet von Sölden nutzte ein Fernsehteam des ZDF, um Aufnahmen für die Dokumentation im Bann der Alpen zu drehen. Sölden ist Start und Zielpunkt unserer Dokumentation. Meine Kollegin und ich, wir haben uns auf den Weg gemacht über den Alpenkamm, einer von Norden, einer von Süden. Wir starten in Sölden mit Ski-Opening und viel Spektakel und treffen uns wieder hier bei Hannibal, bei dem großen Gletscher-Event. Im April haben wir da gedreht und da geht dann quasi die Reise wieder zusammen. In Sölden haben wir gestern hier die Speedglider, die drei Jungs, die da mit den Stürmen runtergefahren sind, gedreht. Heute haben wir noch Einstellungen gedreht von der Piste, haben oben noch unser Zusammentreffen gedreht von Nikolai und mir, denn wir sind ja zwei Reporter, die im Grunde genommen den Alpenhauptkampf von verschiedenen Seiten aus bereisen. Wir schildern sowohl aus Nordtirol als auch aus Südtirol, schildern wir Einzelschicksale, aber auch Geschichten, die sich in den Tälern abspielen. Wie geht man mit dem Tourismus um, dem Massentourismus? Wie verändert sich die Natur? Was hat der Klimawandel für Folgen? Das sind unsere Themen, die wir erzählen. Aber natürlich ist auch viel Spaß und Sport dabei, so wie wir gestern gesehen haben mit den Speedglidern. Na, es ist ein Film, ein Dreiviertelstundenfilm, der die Alpen zum Thema hat, der die Faszination transportiert über tolle Bergbilder, der mitteilen will, dass dieser Alpenraum Lebensraum und Spaßraum ist für Touristen, für Einheimische. Es geht um Bergsport, um Skifahren, um Paragliden, um Klettern und solche Dinge. Es geht aber auch ein bisschen kritisch zu in Sachen Gletscher und Permafrostschmelze, in Sachen Bergwandern, wie viel verträgt die Landschaft, wie viel verträgt die Alpenregion. Und so spinnen sich immer, ich sag mal, wilde und gechillte Geschichten zusammen, immer im Wechsel zwischen meiner Kollegin und mir. Sagen wir so, ich bin natürlich früher schon als Touristin, als Urlauberin sehr viel in den Alpen unterwegs gewesen, bin auch selbst begeisterte Bergsportlerin. Von daher war es jetzt nicht alles völlig neu für mich, aber wenn man als Journalistin unterwegs ist, kriegt man doch nochmal auch andere Einsichten, andere Antworten. Na, für mich ist das ein Geschenk gewesen. Ich bin ein absoluter Alpenfan, ein Alpenfreak. Und wenn ich nochmal auf die Welt komme, werde ich, glaube ich, in den Alpen groß. Ich fahre gern Fahrrad hier, ich gehe wandern, ich gehe Skifahren. Also für mich ist der Alpenraum ein faszinierender Lebensraum. Und jetzt durfte ich das Ganze beruflich genießen und dabei arbeiten. Und das ist, das muss man zugeben, sicherlich nicht die schlimmste Arbeit, die man sich vorstellen darf. Sölden werde ich bestimmt in erstklassiger Erinnerung behalten. Also nicht nur, dass die Pisten natürlich astrein sind und dass wir immer super Wetter hatten, sowohl im Frühjahr, da hat es ab und zu geschneit, aber immer wieder die Sonne kam raus, als auch jetzt. Aber wir haben natürlich auch genossen hier diese Gastfreundschaft. Wir fanden es prima, wie man uns hier unterstützt hat, wie man uns geholfen hat. Also Sölden wird bei mir einen großen Stein im Brett haben.